Ja, grüß euch nachher und willkommen zurück zu Deponia. Kleine Randnotiz für die, die das Ende der letzten Folge nicht gesehen haben oder die letzte Folge gar nicht gesehen haben. Wir hatten einen Bug und wir mussten einen kleinen Teil des Spiels überspringen, weil ich ein Savegame runterladen musste. Die liebe Jessie war so freundlich und hat mir genau aufgelistet, was ich verpasst habe. Hält sich in Grenzen, ist trotzdem schade und ich weiß jetzt auch nicht genau, wo wir stehen. Finden wir aber jetzt gemeinsam raus. Lesen wir los. Jo, genau. Also ich war quasi, er hatte seine Knitterfolie noch nicht und ich war noch nicht da oben. Da war noch einiges dazwischen, Tresorraum, und hab diesen komischen Vogel bekommen, der jetzt schon wieder weg ist. Weiß ich nicht, was ich mit dem gemacht habe. Also ein bisschen was haben wir verpasst. Wir haben die Katze neu in unserem Inventar, die hatten wir vorher nicht. Was wir mit der machen müssen, weiß ich aber auch noch nicht. Und soweit ich weiß, müssen wir jetzt irgendwie zum Roten See oder so. Ich keine Ahnung, wo der ist. Ich persönlich hätte jetzt gesagt vor der Stadttor, oder? Das ist natürlich falsch. Dann gehen wir mal zu unserer Tante da oben. Oh, die ist weg. Und er ist auch weg. Aber wo ist Goal? Boah, du. Was soll das? Fischer, Alter. Ich habe einen Dietrich dabei. Seh an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Ach Gott, was hat er denn jetzt herausgefunden? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Illusianerin gefunden. Ich allein. Ach du Scheiße. Wer hat die Illusianerin gefunden? Wenzel hat die Illusion. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit. In der Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Illusionerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. So ein 31er. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! So. Nehme mal an, den Dietrich. Kein Gitter der Welt. Da, es hat sich, als ihr geblinzelt habt. Ach, ich hab den Dietrich nicht mehr. Okay, Handschweißgerät. Wenn ich das zu... War natürlich Quatsch. Hättet ihr euch aber auch denken können. Ich will die Katze noch. Ich will die... Ja, ist ja gut. Wo kann man denn dann noch hin? Feuerlöscher, Polizeifach. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird... Ich denke, dass die Katze irgendwas... Aber was? Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum und dabei geht sie nur in einen. Okay, nein, also die Katze nicht. Schlurrut ist doch Quatsch. Hier gibt es kein Wunder. Ich hab doch gar nichts, mit dem ich da rauskommen könnte. Ich kann das Ding nicht mehr. Irgendwas, was ich drücken kann, was ich übersehe? Heb halt das Zeug vom Boden auf.
Hey, hallo! Was ist denn? Lassen Sie mich raus! Raus? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird... Was? Wie lange muss ich denn hier... Erst einmal bis zur Verhandlung. Aber bei deinem Strafregister... Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher... Also ich glaube, über Gelaber komme ich da nicht raus. Ich muss dich... Mann, ich reiz nicht. Aufhören, nicht mit der... Hey, auf nicht... Was, wieso kann ich die Katze jetzt nicht mehr auswählen? Aufhören, nicht... Hey, nicht... Aufhören, nicht mit der Wundlutsch... Ja, ich will die Katze doch... Nein, wow, was ist los? Ich will doch die scheiß Katze. Jetzt geht's wieder. So, die kann aber nichts machen hier. Die kann den Baum runter... Ah! Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Yes, nice. Schutzmodus aktiviert. Ach so, weil er die Katze vom Baum retten muss. Ja, lol! Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz! Frechheit siegt. So, auf zum Wetzel. Oh, wieso gümmeln die jetzt alle wieder vom Rathaus rum? Ich meine, dass die mal weg waren. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Der hat sie verkauft. Du mieser Verräter! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Oida! Was fällt dir ein? Hierzu gar nichts mehr. Sieh an! Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein! Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Vor allem ist sie halt Rauch da drin. Wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand, wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Was? Wo ist sie? Schrank. Goal! Schränken. Nur eng. Ich weiß. Aber kein... Die hätte er lieber beim Duschen überrascht, ne? Kennt den schon, den Boy. Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh. Zwei Dumme, ein Gedanke. Jetzt aber schnell, was können wir denn tun? Wir können hier gar nichts tun. Wir können die Tür verschweißen vielleicht. Das dauert zu lang. Ich muss Goal aufwecken. Trink nochmal ein Käffsche, Goal. Komm, schöne Käffsche. Geht nicht. Wünschelrute. Ah, okay. Oh, warum weint der? Schau, das weiß ich jetzt nicht, weil ich das verpasst habe. Was? Hm? Oha. Jetzt kommt alles zusammen, hä?
mach mich aber nicht schwach. Ich hab's jetzt nicht durchgespielt, oder? Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf einem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Hussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier? Ich habe echt gedacht, wir haben es jetzt durch. Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's. Das wäre eine sehr kurze Folge geworden. So, Hussa, es geht ums Prinzip. Was können wir denn alles machen? Wir können Kranarm, den kann ich nur anschauen. Kann ich irgendwas ninjern? Da geht's zum Kran. Ich kann da nach oben. Warum kann ich da nach oben? Zur Tunnelpassage. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug. Okay. Also ich brauche ein Minenfahrzeug. Dann nehme ich sie wahrscheinlich mit dem Kranarm, pack sie da rein, zack, ins Minenfahrzeug. Minenfahrzeug kann ja theoretisch nur von hier kommen. Das heißt, gehen wir mal zur Tunnelpassage. Oh oh. Ja, hätte mich gewundert, wenn das ohne Probleme geklappt hätte, wa? Achso, der ist wieder oben. Aber jetzt krieg ich sie halt nicht mehr darüber. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Ja, das kriegen wir dann schon. Das machen wir dann schon, Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Ja, schön ist es nicht, wo der wohnt. Das muss man schon sagen. Da ist der Minen. Das Minenbike. Nee, der kann... Ein Vorschelnest. Wie komme ich da hoch? Kann man sich vorstellen. Kann ich das einfach fahren? Nichts. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Ist was dran. Da hinten tropft was. Weichenstellkasten. Oh Gott, zum Viadukt. Das geht ja noch weiter. Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom-di-dom-di-dom. Da oben hängt ein Schlüssel. Komme ich natürlich wieder nicht hin, oder? Zu hoch. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Ja, kann sie leider, weil wir... Wow, wir haben nichts mehr. Nichts mehr, Leute. Es hat quasi ein komplett neues Spiel begonnen. So, ein Spiegel. Jetzt haben wir wieder was. Okay, den kriege ich auch. Rote Signallampe. Nehmen wir Oma mit. Rote Signallampe kann man immer brauchen. Deinen Schnaps würde ich gerne ninjern. Den brauche ich nämlich als Treibstoff fürs Minenbike, Bro. Das habe ich schon herausgefunden. Wow. Oh, immer langsam mit der Jungpferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Was soll denn das heißen? Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf,
Normaler Kopf, alles eine Bekannt. Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Oh Gott. Auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Ich klicke das wieder durch, Leute. Wenn ihr die Dialoge unbedingt sehen wollt, dann schreibt es mir bitte mal unten in die Kommentare. Aber schau mal, wie war gleich dein erster Tipp? Wie war dein zweiter Tipp, dritter, vierter Tipp? Das bedeutet doch was. Ich kann ihn auch nochmal zum Thema Frauen ansprechen. Das bedeutet irgendwas. Ich bin mir aber noch nicht so ganz im Klaren, was, aber das findet man noch raus. Was haben wir jetzt? Avialer Stromumkehrer, eine Signallampe und einen schmutzigen Spiegel. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, das war gut. So, gehen wir mal zurück. Hier können wir, glaube ich... Ah, Moment, da wollte ich noch was gucken. Kann man da was drücken? Nee. So. Probieren wir mal das hier. Dann wollen wir mal. Oh, das funktioniert. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Upsi. Oh, nee, funktioniert nicht. Mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und... Da. Ach du Scheiße. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Oh Gott. was? Okay, aber die sind ja gleich. Bloß unterschiedliche Farbe. Das ist der einzige quadratische, also der muss ja da hin. Was hat das mit... Achso, da sind Tipps. Ja, versuchen wir mal, das allein rauszukriegen. Sind die Tipps, die der Typ mir da gegeben hat mit dem, das sind wahrscheinlich auch diese Tipps hier. Da war doch dann mit, 2 Klemmen, 4 Schrauben. Ja, ja. Also 4, da muss hier geschraubt werden, würde ich behaupten. 2 Klemmen, das ist, die Klemmmuffe kann ich nicht hier hin tun. Das heißt, die Klemmmuffe muss hier oder hier. Dann würde ich sagen, muss die Klemmmuffe hier hin. Und die Schraubmuffe hier hin. Man kann eine Schraube, aber niemals eine Klemme. Es würde auch anders gehen, aber jetzt machen wir das erstmal so. So, den ist ja der Geschraubte, das heißt 4 Speichen. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammen... Das ist die Klemmmuffe. Wieso stimmt das nicht? Doch, stimmt. Okay. Du bist ein... Den dritten baue ich auch noch schnell. So, fertig. Mein Gott, das erste Mal, das ist so ein Drecksrätsel allein löse, Alter. Jetzt habe ich 3 Binausaler Stromumkehrer, Dorsaler und Avialer Stromumkehrer. Soll ich die jetzt einfach mal alle da reinstöppeln? Gucken wir mal. Gucken, was passiert. Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Okay, damit kann ich in den Tunnel gehen. Wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast. Und es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für... War das jetzt der Richtige? Dann wollen wir... Wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Ah. Okay. Ich muss aber eigentlich nicht dahin fahren. Muss ja zurück. Yo. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Naja, wo wohl? Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Was ist das hier, ein Schalter? Ah, jetzt bin ich oben. Ich wusste. Oh Gott. Jo Leute, das war's auch mit der heutigen Folge. Haben wir jetzt einiges geschafft. Sind quasi raus aus Deponia. Ich glaube, da kommen wir auch nicht wieder hin zurück. Goal einladen, weg und dann ist das Spiel durchgespielt. So sieht die Geschichte ja nicht mehr mal aus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, eine schöne Zeit.